So, herzlich willkommen bei uns im Saftladen. Heute habe ich euch ja eine kleine Tour durch unseren Saftladen versprochen. Wir haben uns hier schon mal die schönsten Säfte ausgesucht, die wir zusammen mit euch verkosten wollen. Und ich habe heute zum ersten Mal mir einen Gast eingeladen, den Benjamin Peters von der Sator Mosterei. Guten Abend. Sehr schön, das freut mich, dass du heute dabei bist und wir gemeinsam hier eure tollen Säfte vorstellen. Bis ins Detail wollen wir mal wissen, wie kommt er in die Flasche, warum sieht er so aus, wie er aussieht. Und wir haben noch eine Neuheit, die zeigen wir uns euch da ganz zum Schluss, weil wir haben natürlich immer auch den Ehrgeiz, wieder was Neues zu entwickeln, weil Apfel- und Erdbeersaft haben wir ja schon länger, aber wir wollen natürlich immer mal was anderes auch haben. Das gibt es dann zum Schluss. Und natürlich darf auch eine Flasche Wodka nicht fehlen. Da werden wir uns während der Show mal einen kleinen Drink machen, weil wir können mit unseren Säften, kann man auch wunderbare Cocktails mixen. Da machen wir uns einfach mal einen zwischendurch. Gut, was ist das Besondere bei unseren Säften? Also zum einen muss ich einmal dich nochmal vorstellen. Du bist ja in der zweiten Generation in der Mosterei, mit der wir schon wirklich von Anfang an zusammenarbeiten. Man glaubt es kaum, ihr seid die ältesten, nee, die längsten Lieferanten bei uns seit 28 Jahren. Und das finde ich wirklich toll. Und da haben wir schon viel rumexperimentiert. Jedes Jahr treffen wir uns zum Gespräch und überlegen, was können wir anders machen. Wir haben auch mal Sorten rausgeschmissen, wo wir gesagt haben, die wollen wir gar nicht mehr. Dann gibt es neue Sorten, Trendfrüchte oder wie sagt man da, so Mixturen, ne, jetzt mit Ingwer. Superfruits. Superfruits, ja genau. Ingwer ist, glaube ich, so eine Trendgeschichte, den stellen wir euch gleich auch vor. Den haben wir jetzt im Winter mit dazu genommen. Ja, dann kann ich ja schon mal verraten, haben wir uns hier auch so eine Sorte selbst mal überlegt, selbst kreiert. Den gibt es so in der Konstellation nicht. Und zwar sind das die beiden beliebtesten Säfte gemixt, die Apfel-Erdbeere. Und das Besondere fand ich eigentlich, dass ihr so tolle Flaschen habt. Was sind das für Flaschen? Ja, erstmal Dankeschön, Stefanie, dass ich hier sein darf. Und ja, was sind das für Flaschen? Das sind ganz pragmatisch unsere alten DDR-Kronkorkenflaschen. Die gab es früher nur zu DDR-Zeiten und ich glaube, bin mir ziemlich sicher, dass das sind die einzigen Flaschen hier überhaupt noch in Deutschland, die aktiv am Markt sind, weil ja, so eine Flasche, die ist definitiv über 30 Jahre alt und der Inhalt natürlich nicht. Der ist immer Ja, frisch. sehr gut. Aber an sich, die Flasche ist wirklich eine alte DDR-Flasche und mit Kronkorkenverschluss. Ja, gibt es kaum noch und das sind auch unsere letzten, die wir haben. Das finde ich sehr traurig. Da haben wir nämlich schon drüber gesprochen, dass die haben nämlich unterschiedliche Farben. Jetzt hast du da so eine grünliche. Ich gucke gerade mal. Da unten haben wir noch eine klare und auch, glaube ich, so eine dunkelbraune. Na, guck mal hier. Genau. Da Grün, weiß und braun. Ja, Das genau. sind sie so. Ja. Und ja, das finde ich irgendwie schade, wenn die dann nicht mehr da sind. Aber irgendwann sind die Flaschen dann nicht mehr zurückgeführt worden oder werden dann, keine Ahnung, als Kerzenleuchter benutzt, weil die sind ja auch wirklich hübsch von der Form. Finde ich wirklich unschlagbar. Ganz was Besonderes. Und natürlich mit dem Kronkorken verschlossen, finde ich auch immer toll. Da weiß man, dass die auf jeden Fall richtig schön zu ist. Aber wir können ja mal anfangen mit dem Erdbeernektar, weil das ist nämlich unser beliebtester Saft bei Karls und der darf natürlich nicht fehlen, weil wir sind ja die Erdbeerspezialisten. Welche Erdbeeren kommen da rein? Das ist jetzt die große Frage. Das Besondere ist auf jeden Fall, dass wir 75% Fruchtgehalt haben. Das finde ich schon stark. Und der Rest ist natürlich Wasser und auch ein wenig Zucker darf nicht fehlen. Ich habe gerade mal geguckt, was ich echt toll finde, dass 100 ml, das ist eine 0,75er Flasche. 100 ml, also ein richtig schön gut gefülltes Glas. Wir können uns ja mal eins einschenken. Guck mal, hier haben wir nämlich bei unseren schönen Karlsgläsern, das finde ich so toll, wenn die aufgegessen sind von der Marmelade, dann hat man hier auch so eine kleine Messeinheit. Also ich habe die zu Hause auch immer zum Backen und Kochen. Und dann können wir uns jetzt, ich will jetzt nicht geizig sein, aber ich schenke dir jetzt mal 100 ml ein. Und da können wir mit 100 ml, die haben nur 58 Kalorien. Habe ich das richtig gemacht? Hier, ja, 100, da. Und ich mag den besonders gerne auch gemischt mit Wasser oder Sprudelwasser am besten. Dann hast du nämlich wie so eine Schorle. Und jetzt erzählen wir mal unseren
Fans und Kunden, die hoffentlich jetzt alle schon eingeschaltet haben, hier heute bei Karls Live. Wie verarbeiten wir die Erdbeeren oder welche Erdbeeren kommen da rein? Weil das ist was ganz Besonderes. Das sind natürlich unsere Karls-Erdbeeren und das sind die Erdbeeren, die, wenn sie aus den Ständen wieder abgeholt werden, also wenn die einen Tag alt sind, dann bringen wir die zu euch. Weil bei uns an den Erdbeerständen gibt es natürlich immer nur taufrische Erdbeeren. Die sind ja nur wenige Stunden alt. Und wenn abends Erdbeeren übrig bleiben, die sehen ja noch top aus. Das habt ihr wahrscheinlich selber auch schon mal gesehen. Die Erdbeeren sind einwandfrei, weil die erst einen Tag alt sind. Aber an ihrem zweiten Tag, an ihrem zweiten Lebenstag, kommen die zu euch. Und dann geht's rund während der Erdbeerernte. Vielleicht willst du einmal erzählen, wie das so abläuft. Ja, das ist richtig. Ja, dann kommen die zu uns in die Mosterei und wir hoffen natürlich immer, dass ihr immer die ganzen Erdbeeren aus dem Erdbeerstand aufkauft. Denn umso mehr ihr an dem Vortag kauft, umso weniger Erdbeeren bekommen wir. Weil das ist manchmal wirklich gar nicht so einfach. Wenn es regnet oder es ist ein verkaufsschwacher Tag, bleiben natürlich auch mal Erdbeeren übrig. Und wenn dann auf einmal mehr Erdbeeren kommen als geplant sind, ist das wirklich schwierig, weil es ist Sommer. Es ist draußen heiß und dann muss natürlich so eine Frucht auch schnellstmöglich verarbeitet werden. Und dann kommen wir ins Spiel und dann werden die Erdbeeren natürlich vorher gewaschen, sortiert oder erst sortiert, dann werden sie gewaschen und dann werden sie mittels Unterdruck, einer Unterdruckpresse, die wir haben, wird dann quasi aus der Erdbeere der Saft rausgesaugt. Man muss sich so mit Unterdruck vorstellen, wird rausgesaugt. Dadurch ist es ein sehr sämiger Erdbeersaft, ein Rohsaft, muss man sich vorstellen, ein dickflüssiger Erdbeersaft. Und der muss danach noch über eine Zentrifuge gefahren werden. Es müssen noch Stücke und kleine Kerne rausgefiltert werden. Und dann wird er zu unserer Anmischstation gepumpt. Dort wird er dann quasi mit Wasser und auch noch ein bisschen Zucker, benötigen wir, wird er fertig angemischt und dann wird er in die Flasche gepumpt. Füllt mit 80 Grad natürlich. So ist erstmal der grobe Werdegang von den Erdbeeren. Ein bisschen spezieller ist es natürlich noch, aber das könnt ihr euch ja mal bei uns direkt mal angucken. Genau. Demnächst. Super. Das hatten wir nämlich uns gerade überlegt, dass wir aber im Sommer dann natürlich mal live zur Satower Mosterei fahren und uns das dann mal vor Ort richtig angucken, was du uns jetzt erzählt hast. Aber das fand ich auf jeden Fall schon mal sehr interessant, dass die mit Unterdruck also so quasi der Saft entzogen wird. Also das macht den ja auch so geschmacksintensiv. Dann haben wir ja sortenreine Erdbeeren. Also meistens ist es ja nur eine Sorte, die dann geliefert wird, die Malvina oder die Florenz. Also ihr kennt ja wahrscheinlich auch einige Sorten von uns. Die haben auch alle immer unterschiedliche Farben. Einige sind ja hell, einige dunkel. Dadurch fällt der Saft auch immer von der Farbe her unterschiedlich aus. Also es hat nichts irgendwie mit der Frische oder so zu tun, sondern tatsächlich mit der Farbe der Erdbeere. Achtet da ruhig mal drauf, wenn die Erdbeeren eine andere Farbe haben, dann entsteht quasi auch ein anderer Saft. Richtig, das ist vor allen Dingen auch, ist wirklich so, jede Erdbeere ist anders und manchmal, wie du schon sagst, hat man ein bisschen Propfen oder es ist ein bisschen dunkler oder der Saft ist ein bisschen heller oder es schmeckt ein bisschen süßer. Das liegt wirklich immer an den Erdbeeren. Ne? Und Pressen ist auch nicht gleich Pressen. Also wir pressen die Erdbeeren nicht so ab wie ein Apfelsaft oder wie ein Sanddornsaft. Das wird immer verschieden mit einer verschiedenen Presse gemacht und gerade die Erdbeerpresse ist gerade mit am anfälligsten und auch am schwierigsten, da so einen Saft hinzuzaubern. Muss man wirklich so sagen. Das ist denn da zaubert ihr richtig viel. Also wir nehmen ja ordentlich ein paar Paletten ab und da wird jeden Tag bei euch gezaubert, dass der dann auch so wunderbar schmeckt. Und ich wollte noch mal einmal, jetzt kommt noch eine Frage, dann wollen wir einmal. Wieder zwei Fragen. Und zwar fragt Carmen, ob es auch einen Saft ohne Zucker gibt? Carmen fragt, ob es einen Saft ohne Zucker gibt. Ja, da gucken wir gleich mal. Ich glaube, der Granatapfel, ne? Ist das richtig? Es gibt zwei, drei Säfte ohne Zucker. Man muss das dann differenzieren. Es gibt ja natürlich zugesetzten Zucker und es gibt fruchteigenen Zucker. Also einen, wo nicht zugesetzt worden ist. Ne? Aber ja, es gibt Saft ohne Zucker, ohne zugesetzten Zucker. Ja. Haben wir sogar hier auf dem Tisch stehen. Sehr gut, den zeigen wir gleich mal. Und Bianca fragt, was es heute gratis gibt. Oh, Bianca hat die entscheidende Frage gestellt, was gibt es heute gratis? Das habe ich mir vorbereitet. Und zwar wird es diese Flasche ab 50 Euro Einkaufswert, den unserem beliebten Erdbeerwein geben. Apropos Alkohol, wir wollten uns da ja gleich auch noch einen Wodka reinmischen. Das machen wir in der zweiten Runde. Also ab 50 Euro gibt es
diesen Erdbeerwein gratis dazu. Entweder shoppt ihr jetzt, wenn ihr über karls.de reingekommen seid. Alle Säfte haben wir euch da unten in diesen Slider mit reingestellt. Oder ihr geht im Anschluss ganz gemütlich in unseren Online-Shop unter karls-shop.de. Ich wollte aber noch was zum Zucker sagen. Der ist ja immer sehr umstritten, was ich ja auch verstehe. Ich versuche das auch oft zu vermeiden, weil es einem dann doch meistens besser geht. Aber wer schon mal Erdbeeren im Sommer mit Zucker versüßt hat, der weiß, dass dann besonders der Geschmack sich entfaltet. Also Zucker ist ja genauso wie Fett auch ein Geschmacksverstärker. Und da müssen wir mal ehrlich sein, das schmeckt einfach dadurch auch sehr schön fruchtig und erdbeerig. Aber durch den sehr hohen Fruchtgehalt, ne, mit 75%, ist da ja der Zuckeranteil wirklich gering. Richtig, und ich mache es zu Hause auch so, wenn wir verdünnen unsere Säfte immer mit Wasser. Und das muss eigentlich auch schon, oder kann auch schon jeder wissen, man kann auch ruhig die Säfte verdünnen, oder sollte man sogar. Das ist gar nicht schlimm, aber wie du schon sagst, Zucker ist ein Geschmacksträger vor allen Dingen. Und ja, deswegen wird er auch zugegeben. Sehr gut. Und die Flasche gibt es für 1,95 natürlich im Shop und auch aktuell bei uns in den Märkten, weil den Lebensmittelbereich haben wir ja geöffnet an allen Standorten immer von 8 bis 18 Uhr oder am Wochenende sogar bis 19 Uhr. Jetzt kommt noch eine Frage. Ja, kommt noch eine Frage, und zwar, ob Konservierungsstoffe oder Mittel drin sind. Hier kommt jetzt die Frage, ob Konservierungsstoffe mit drin sind. Das kannst du wahrscheinlich am besten beantworten. Konservieren tun wir den Saft natürlich, indem wir müssen pasteurisieren. Ein Fruchtsaft wird immer bei 78 bis 80 Grad erhitzt, damit er haltbar ist. Und das ist quasi, das ist unsere Konservierung. Also es wird nichts irgendwie andere Sachen noch mit zugegeben, sondern nur das, was auf dem Etikett drauf ist. Beim Erdbeernektar, sprich Erdbeere am meisten, dann Wasser, Zucker und dann wird er einmal heiß gemacht und abgefüllt. Also ganz natürlich, weil man kann ja auch anders konservieren, aber in Saft gehört sowas nicht rein. Also finde ich ganz toll. Und die große Flasche, die ist ja prima, um sich natürlich zu Hause nicht nur im Sommer das Leben zu versüßen mit Erdbeernektar, sondern es gibt auch diese ganz süßen, das haben wir vor ein paar Jahren mal eingeführt, auch in der Gastro sehr beliebt, zum Essen sich mitzunehmen, den kleinen Flasch für, die kleine Flasche für 99 Cent. Hammerpreis. Ich höre das gerade. Habe ich falsch aufgeschrieben. Wie ganz Angst und Bange hier. Ja. Warte mal, habe ich nichts Falsches gesagt? Nein, 99 Cent. Ja, Wahnsinn, ein Hammerpreis für ein kleines Fläschchen Saft, ein kleines Fläschchen Gesundheit. So, jetzt gehen wir mal weiter zu unserem Erdbeerapfel. Das finde ich ja eine Hammerkonstellation. Und wir haben hier so ein wunderschönes Etikett selbst gestaltet, wo der Apfel die Erdbeere an die Hand nimmt. Apfel trifft Erdbeere. Ja. Das ist ein kleines Liebespaar und so schmeckt der Saft nämlich auch. Die passen so super zusammen. So ein bisschen das Säuerliche vom Apfel und das Süße von der Erdbeere. Ich werde den jetzt aber auch nochmal probieren, weil das ist schon echt lange her, wo wir den, ich glaube jetzt anderthalb Jahre, haben wir den reingenommen und dann hatten wir den natürlich verkostet und für gut befunden und mit reingenommen. Jetzt habe ich hier unseren super, den muss ich euch zeigen, das ist nämlich ein Flaschenöffner für den Mann, ganz besonders geeignet, in Werkzeugoptik, richtig schwer, aus Eisen, man hört, Karton, und den machen wir mal schön auf, den mit dem Kronkorken, und werden hier uns mal, der sieht natürlich nicht so rot aus wie unser Erdbeernektar, gib mir auch noch mal ein Gläschen, so jetzt Fragen stellen, wir noch ein paar Fragen gestellt in der Zeit, wo ich einschenke. Also Laura, zwei Fragen. Zu einmal, wie lange sind die Säfte haltbar und was ist eure Lieblingssorte? Laura, das ist eine super Frage. Wie lange sind Säfte haltbar? Also ich würde jetzt, wenn du jetzt nicht hier wärst, hätte ich jetzt gesagt, solange die zubleiben, halten die ewig. Aber wahrscheinlich haben die, hier oben steht ein Stempel drauf tatsächlich. Guck mal hier, Bert. Da ist das MHD aufgedruckt, ne? Das ist ja, es gibt ja auch Säfte, da steht dann, glaube ich, das Abfülldatum drauf, oder? Ja, oder Chargennummer, aber an sich hast du völlig richtig erkannt. Oben haben wir bei uns das MHD, das kommt drauf an. Manchmal ist es oben auf dem Deckel oder wir haben es hier raufgedruckt aufs Etikett. Aber man sagt so, ein Saft ist mindestens ein Jahr haltbar. Ja, kann auch anderthalb Jahre haltbar sein, aber wir sagen immer so ein Jahr.
Ne? Schnell austrinken, ist am besten. Sehr gut. Guck mal, der ist ja dann ganz frisch hier, ja, bis 22 haltbar. Das ist unser Erdbeersirup, zu dem kommen wir gleich noch. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir hier in unserer Reihe bleiben. Was ich noch sagen wollte gerade, wir hatten ja die eine Frage, in welchen Säften kein Zucker zugesetzt worden ist. Da haben wir zum Beispiel so einen Saft. Apfel-Erdbeere ist ein Saft ohne Zucker. 75% Apfelsaft und 25% Erdbeere ergibt 100%. Und wenn auf dem Etikett draufsteht, Saft, bedeutet das immer, dass es ein reiner Saft ist. Das heißt, kein Wasser oder Zucker oder irgendwelche anderen Sachen zugegeben worden sind. Das ist nur die Frucht. Die Frucht, die wir ausgepresst haben, flüssig in die Flasche, einmal pasteurisiert und abgefüllt. Also das ist ein 100% Direktsaft ohne Zucker. Super, für die Kundin, die gerade gefragt hat. Also das wäre so einer, finde ich sehr interessant. Reiner purer Saft. Und Saft habe ich jetzt auch nochmal gelernt. Da kommt gleich noch eine Frage. Aber Saft und Nektar, also bei Nektar ist immer Zucker und Wasser mit da drin. Ne? Richtig. Sehr gut. Jetzt widmen wir uns nochmal der Frage. Genau, meine Frage. Und zwar, wie viele Flaschen werden jährlich hergestellt? Oder beziehungsweise wie viele Liter Saft? Wow, gute Frage. Kann ich leider nicht beantworten. Gut, dass du da bist. Du weißt, glaube ich, auch nicht. Ich auch nicht. Nein, das sind schon, naja, wir sind schon eine ganz kleine Mosterei mehr. Wir sind schon ein bisschen gewachsen und wir haben jetzt schon im Jahr um zwischen 3 und 4 Millionen Flaschen füllen wir schon ab. Jetzt nicht nur für euch, nicht nur für Karls, natürlich auch für uns mit reinem Apfelsaft und Sanddornnektar. Aber das ist schon eine vernünftige Menge. Ja, Wahnsinn. Ja, aber natürlich dazu gleich die nächste Frage zu beantworten. Ich weiß sie zwar noch nicht, aber der Hauptsaft ist Apfelsaft. Das ist das Produkt, was wir am meisten abfüllen. Achso, ja, das wäre auch eine Frage gewesen, welcher Saft wird am meisten. Aber ich habe es mal vermutet, weil Apfelsaft, wir haben das ja gerade schon gesagt, Apfel-Erdbeere ist sehr beliebt. Ich glaube aber sonst ist Erdbeersaft gar nicht so weit verbreitet im Supermarkt. Gibt es auch, aber natürlich hier bei Karls gibt es ihn in großen Mengen aufgebaut. Und der schmeckt, wie gesagt, nicht nur zum Sommer, sondern auch das ganze Jahr, weil man kann, wie gesagt, tolle Cocktails draus machen. Ich will es nochmal daran erinnern, dass wir das gleich nicht vergessen. Und hier, jetzt habe ich den einmal probiert, da kommt wirklich das Säuerliche vom Apfel durch. Verdrängt ein bisschen die Erdbeere, finde ich aber interessant. Jetzt noch einen Eiswürfel rein und im Sommer so als kaltes Erfrischungsgetränk. Und ich muss auch dazu sagen, beide Produkte, also der Apfel und auch die Erdbeere, made in MV, also wirklich... Ne, regionaler geht es gar nicht. Das muss ich immer wieder sagen. Das kriegt man zwar nicht mit allen Sorten hin. Die Orangen wachsen ja nicht hier bei uns in Mecklenburg, noch nicht. aber wie gesagt, der Apfel und die Erdbeere, beide kommen aus Mecklenburg. Und deswegen hatten wir auch mit dem Etikett ja zusammen die Idee, dass das Erdbeere trifft Apfel, dass es eine tolle Sache ist. Die gehören zusammen, die sind beide aus Mecklenburg. Das ist doch ein super Pärchen. Ne? Und was noch aus Mecklenburg kommt, das hattest du mir gerade auch schon verraten, ist natürlich die Sanddornbeere. Und der Sanddornsaft, das wollen wir an der Stelle auch einmal aufklären, der ist ja immer verhältnismäßig teuer. Der kostet die Flasche 3,75. Da denkt man ja, wow, die kostet ja nur 2,75, der Erdbeernektar. Aber hier die Früchte, die Sanddornfrüchte, die haben ihren Preis, weil die schwer zu ernten und schwer zu verarbeiten sind. Also das habe ich selber mir auch schon mal angeschaut. Die Ernte ist ja immer im September und das ist Wahnsinn. Die werden angefroren, damit die Beeren dann so abgeschüttelt werden können. Also ein riesen Aufwand. Ja. Und die kriegt ihr dann geliefert und presst die dann auch zum Saft oder zum Nektar. Ja, auch da ist es wieder so, jede Sorte hat ihre eigene Einheit. Also es wird nicht einfach alles über eine große Presse gefahren, sondern jede Sorte hat ihre eigene Presse. Und beim Sanddorn ist es so, wie du gesagt hast, entweder werden die Früchte abgeschnitten in der Erntephase und dann... Die Sanddornbeere ist ja ein Ölweidengewächs und die haben auch ganz dolle Dornen, die sehr schmerzhaft sind. Also werden sie entweder maschinell oder per Hand abgeschnitten, schockgefrostet und dann mit einer großen Trommel abgeschlagen von den Zweigen. Und dann werden die Früchte gewaschen, aufgetaut und abgepresst. Das ist beim Sanddorn. Oder das klassische Verfahren, das alte Verfahren ist, man sagt dazu, melken. Dann zieht man sich so einen Ganzkörpergummi-Anzug an. Mit ganz dicken Handschuhen und dann geht man an den Strauch und melkt ihn quasi die Früchte ab, weil die kannst du nicht einfach abziehen, wie Himbeeren kannst du nicht. Die sitzen so fest dran, die Sanddornbeeren, dass die quasi in der Hand platzen. Also muss man ihn dann melken. Das ist also das so erklärt das wirklich den Preis. Das sage ich auch immer wieder, wenn Kunden doch über die Sanddornpreise stolpern. Das ist, hast du sehr schön nochmal beschrieben, ein sehr aufwendiges Ernteverfahren. Das ist mit den Erdbeeren schon leichter.
obwohl auch nicht so einfach, ne? Weil die wachsen nämlich am Boden und müssen da natürlich auch per Hand abgepflückt werden. Das kann man noch nicht maschinell machen. Toll, also dann haben wir den Sanddorn-Nektar ja auch schon kennengelernt. Der hat einen Fruchtgehalt von 25%, weil er, wenn da mehr drin wäre, viel, viel teurer ist. Es gibt einen 100% Saft, haben wir auch schon drüber gesprochen. Der ist natürlich sauer wie eine kleine Zitrone. Der ist, sage ich immer, trinkfertig. Da könnt ihr sofort ein Glas voll machen. Können wir auch gerne nochmal probieren. Wann hast du den zuletzt probiert? Heute? Ehrlich? Natürlich. Ach so, wow. Probiert ihr jeden Tag alle Säfte? Na klar. Das erzählst du jetzt nur so. Oder stimmt das wirklich? Nein, nicht jeden Tag. Aber die Säfte, die wir abfüllen jeden Tag, das sind so immer um die zwischen 3 und 5 Sorten. Verschiedene Sorten, die wir abfüllen, die probieren wir natürlich. Okay. Aber ansonsten trinke ich natürlich sehr viel Saft. Ja, sehr gut. Also der Sanddorn-Nektar, der ist natürlich schön orange. Und wer das schon mal probiert hat im Winter, schmeckt er auch ganz toll warm gemacht. Und den könnt ihr so, wie er ist, direkt warm machen. Also er ist trinkfertig, weil den müsst ihr nicht irgendwie verlängern oder Honig reinmachen. Der hat schon seine ganz angenehme Süße, muss man sagen. Ja, oder man sagt dazu auch, das ist ein Sanddornpunsch, den kann man eigentlich perfekt zum Sanddornpunsch nehmen. Das ist auch der, wenn man irgendwo mal an der Küste spazieren geht und irgendwelche gastronomischen Einheiten haben mal auf, dann ist das der sogenannte Sanddornpunsch, den man überlesen kann. Das ist dann quasi der Sanddornnektar und dann kann man sich natürlich dann einen Schuss Amaretto oder Rum, was auch immer, dazugeben und dann hat man seinen Punsch mit Alkohol. Ah, so, dann kommen wir doch langsam dem Thema näher, dass wir hier schon den Punsch fertig machen. Also warmer Sanddorn-Nektar, den könnt ihr euch natürlich auch online bestellen. Wir verpacken euch die Flaschen ganz wunderbar, die kommen heile immer bei euch an und dann macht euch doch vielleicht mal einen schönen Punsch, auch wenn es gar nicht mehr so kalt draußen ist, aber ein Punsch passt doch immer. Jetzt kommt noch eine Frage. Brina fragt, ob immer diese Kanda im Hintergrund zeigen könnt und ob man die auch kaufen kann. Ja, Nina, das ist ja das Schöne an der Live-Show. Da werden wir jetzt einfach mal hier nach oben greifen. Das ist nämlich unser schöner Erdbeerkrug. Der hat auch einen roten Preis, der ist nämlich reduziert, weil der geht aus dem Sortiment, weil neue Artikel im Anmarsch sind. Und mit 9,50 Euro könnt ihr den auch online bestellen. Da werden wir gleich hoffentlich die Kollegin, die jetzt da auch bei Instagram und Facebook mit dabei ist, den Link mit reinstellen. Und bei karls.de könnt ihr auf jeden Fall auch im Shop nochmal gucken, findet ihr den unterm Erdbeerkrug. Da kann man nämlich herrlich eine schöne, jetzt sind wir wieder bei der Bohle, also eine Bohle könnte man da reinmachen oder aber auch den Erdbeernektar mit Wasser mischen und dann habt ihr gleich ein schönes Gefäß. Vielen Dank, Nina, das war eine gute Idee, den nochmal nach vorne zu stellen. So, wir waren beim Punsch, Sanddornpunsch, dann gibt es natürlich, jetzt sind wir noch mal ein bisschen, bleiben wir noch im Winter, den tollen Apfelsaft. Warum ist der so trüb, habe ich mich gefragt und du hast mir gerade erklärt, dass normalerweise ein Apfel, wenn man den presst, habt ihr vielleicht auch zu Hause schon mal gemacht, der ist trüb und es ist sehr aufwendig, den klar zu bekommen, ne? Ja, also es ist erstmal, man muss sich das vorstellen, der Apfelsaft wird gepresst, auch wieder mit einer anderen Presse, da haben wir es wieder, aber es entsteht nachher ein trüber Apfelsaft. Und dann wird dieser Apfelsaft über eine Zentrifuge gefahren, sodass die gröbsten Trübstoffe auch wieder rausgefiltert werden. Und dann entscheidet man sich, was möchte man haben. Möchte man einen klaren Apfelsaft haben oder einen trüben Apfelsaft? Und wenn man einen klaren Apfelsaft haben möchte, dann wird er über eine Ultrafiltration gefahren, so nennt man dieses Verfahren. Muss man sich wie einen überdimensionalen Kaffeefilter vorstellen, wo dieser Apfelsaft drüber gefahren wird und heraus kommt dann ein klarer Apfelsaft. Okay. Aber der Trübe ist jetzt eigentlich schon seit ein paar Jahren, hat jetzt den Clan den Rang abgelaufen und ja. Der ist auch, erstmal finde ich den besser, geschmackvoller und er hat auch mehr Ballaststoffe. Das ist so, wichtig. Weil da alles irgendwo drin bleibt und der schmeckt, wie gesagt, warm gemacht, auch ganz prima, wer es noch nicht ausprobiert hat, auch unbedingt mal ausprobieren. Einfach im Topf erwärmen und wer das noch mal ein bisschen aufpimpen will, da haben wir dieses wunderbare Apfel-Zimt-Gewürz, das ist ein Mix aus Zucker und Zimt und Gewürzen und wenn ihr da so ein, da braucht man gar nicht viel von, so einen halben Teelöffel mit in euren Becher reinrührt, habt ihr auch einen alkoholfreien Punsch. Also auch das ganz prima, kann man aber auch in Wein reinrühren oder in Tee. Also damit kriegt ihr auf jeden Fall das noch aufgepippt. Prima, jetzt müssen wir mal auf die Uhr gucken, weil unsere Zeit, die rennt heute extrem schnell und wir wollen ja noch unsere Neuheit vorstellen.
Und deswegen mache ich hier nochmal eine ganz kurze, nur einen ganz kurzen Schwenk an unseren zwei anderen Sorten noch vorbei. Und zwar geht es ja bald schon wieder los, weil der Frühling naht. Jetzt haben wir genug über warme Wintergetränke gesprochen. Ich finde, ich mache jetzt schon mal Werbung für den Rhabarber, weil der ist ja das erste Obst, was im Jahr wächst und dann zu tollem Saft verarbeitet wird. Den finde ich auch ganz prima. Letztes Jahr habe ich den viel getrunken, auch als Schorle sehr beliebt. Und den Rhabarbersaft, den könnt ihr natürlich bei uns das ganze Jahr über bekommen, aber zur Rhabarberzeit schmeckt er, finde ich, besonders gut. Und dann haben wir hier noch auch natürlich aus unseren Erdbeeren gemacht, den Erdbeersirup, den finde ich auch prima im Sommer, um eine Schorle zu machen oder als kleines Pintchen so mit so einem kleinen Messbecher in ein Sektglas dann zusammen mit Prosecco aufzupimpen. Dann macht ihr euch einen Erdbeersecco selber. Und ich weiß, unsere Kunden lieben die auch in der Erdbeerzeit, den Saft oder den Sirup zu kaufen, um die Erdbeertorte damit zu machen, also den Guss oben. Also wird dann besonders erdbeerig und wie gesagt, Erdbeeren pur. Hier sind Karls Erdbeeren drin und darunter natürlich auch die Erdbeeren, weil in 66 Tagen fängt nämlich schon die Erdbeerernte an. Und dann kann man vielleicht schon die erste Erdbeertorte essen. Schauen wir mal, ne? Gut, so, jetzt kommen wir noch zu unserer Neuheit, weil die wollen wir euch nicht vorenthalten. Da hat Benjamin nämlich auch ganz toll dran gearbeitet. Wir hatten ihn nämlich beauftragt für uns ein Smoothie. Wir werden ihn aber Schmusi nennen, weil viele das doch auch gar nicht so aussprechen, wie es geschrieben wird oder andersrum. Wie wird es denn geschrieben? Ich weiß es auch nicht. Ja, so englisch halt. Aber wir werden diesen Smoothie verdeutschen und sagen einfach Schmusi dazu, weil der schmeckt einfach so lecker, zum Schmusen schön. Und ja, hier ist er. Wir stellen ihn jetzt einfach schon mal vor. Wir wissen noch nicht das Startdatum und auch noch nicht den endgültigen Preis, aber wir wollten uns das nicht nehmen lassen, wenn du schon live hier bist, dass du uns einmal noch kurz erzählst, was ist da jetzt besonders? Was unterscheidet den Schmusi von diesen anderen Säften? Man muss dazu sagen, dass die Idee kam ja auch von Robert wieder und er hat ja eigentlich sogar das weitergeführt und hat ja eigentlich sogar das Rezept vorgegeben. Also das stimmt, so viel Energie habe ich da gar nicht reingesteckt, auch schon, aber auch Kollegen von uns, bei uns in der Mosterei, also danke schon mal auch an meine Kollegen, weil die haben das auch mitentwickelt, nicht nur ich. Sehr gut. Und ja, was steckt da besonders drin? Da steckt erstmal wieder viel Erdbeere drin, 95%, wie du schon gesagt hast, viel Arbeit. Und es ist ein Schmusi, der sehr cremig, sehr dick ist. Und so ein Schmusi kann man auch wieder nicht mit einem Saft wieder vergleichen, den man presst so einfach, sondern man muss auch ein spezielles Verfahren, eine spezielle Presse haben, um den so dickflüssig wie einen Schmusi zu machen. Das ist wirklich nicht so einfach. Und wir können ihn auch gar nicht in diese Flaschen reinfüllen, weil... Nee, guck mal hier. Ich habe jetzt mal eine aufgemacht. Wir brauchen da nämlich eine große Öffnung, damit der gut reinkommt und natürlich auch zum Trinken. Wir setzen jetzt nicht die Flasche an, sondern wir füllen den jetzt hier nochmal in das Glas. Und das ist wirklich Wahnsinn. Gerade haben wir schon eine Flasche vor der Sendung ausgetrunken. Der ist wirklich Energie pur, gibt der, weil da ist also so viel Erdbeere drin. Das ist im Grunde genommen, wenn ihr eine Schale Erdbeeren esst, dann habt ihr ähnlich viele Vitamine. Und den Vitamine trinken, das wird, glaube ich, der mega, mega Trend dieses Jahr. Weil nicht jeder hat immer Lust, die Erdbeeren zu schneiden und so. Und dann gibt es diese schönen Schmusis bei Karls natürlich zu kaufen. Und dann könnt ihr pur trinken. Und jetzt werden wir da unseren kleinen, das haben wir nämlich noch nicht ausprobiert, da werden wir jetzt mal unseren Wodka reinmachen, weil in Erdbeer, so, guck mal, jetzt testen wir das mal, ob das was ist. 2 cl. Und umrühren tun wir natürlich mit diesen wunderbaren Strohhalmen. Die heißen aber Rohhalm. Rohhalm, weil die aus rohem Material, also aus Schilf gemacht sind. Die gibt es jetzt auch bei uns online. Müsst ihr unbedingt mal auf die Seite gehen und schauen, dass ihr euch die bestellt, weil was Besseres könnt ihr für die Umwelt nicht machen. Die sind nämlich wiederverwendbar. Ihr könnt die in die Spülmaschine machen und nicht drauf beißen natürlich, dann geht er kaputt. Aber wenn man da ganz behutsam mit trinkt und es auch als kleinen Rührlöffel nimmt, zum Wohl. Vielen Dank, dass du da warst, weil jetzt ist auch schon unsere Show zu Ende. Und wir probieren mal, wie der Schmusi, dir fällt das schon leichter, ich habe das noch nicht so, der Schmusi mit Wodka schmeckt. Und? Ja, müsste mehr Wodka rein. Mm. Ne? Okay, ich war ein bisschen zu geizig, ja, Entschuldigung, das werden wir ändern. Nein, schmeckt aber sehr gut.
das ist auf jeden Fall ein super Getränk für die nächste Party. Noch mit einer kleinen Deko-Erdbeere, die hatte ich jetzt nicht besorgt, weil da, finde ich, gehört dann auch eine echte Karls-Erdbeere dran. Und ja, wie gesagt, also es ist ein schönes Getränk. Viele tolle Säfte. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was über unsere Säfte kennengelernt und auch lieben gelernt. Bestellt euch die gerne oder kommt auch vorbei. Wir haben hier für euch geöffnet, immer von 8 bis 18 Uhr. Und jetzt muss ich noch eine Sache hinten ranhängen in eigener Sache. Und zwar wollte ich gerne die Live-Show auch dafür nutzen, einen Job vorzustellen. Ansonsten macht das ja meine Schwägerin Uli ganz wunderbar. Die ist da ja der Profi unter den Moderatoren, was die Jobs angeht. Und das machst du ganz prima, Uli. Vielen, vielen Dank. Aber diesen einen Job wollte ich jetzt nochmal vorstellen, weil ich suche für mein Team noch einen Einkäufer, eine Einkäuferin, die mich unterstützt. Also da geht es nicht nur um Säfte, sondern auch viel um unsere Geschenkartikel, um Eigendesigns. Aus der ganzen Welt beziehen wir ja unsere Produkte. Und wenn du da Lust hast, mitzumachen in dem Team, dann bewirb dich gerne unter karls.de/jobs. Da findest du, wo das rote Herz leuchtet, alle unsere Jobs. Und der ist auch mit dabei. Würde mich total freuen. So, in diesem Sinne sage ich schönen Feierabend. Vielen Dank, dass du da warst. Und beim nächsten Mal sehen wir uns direkt gegenüber hier vom Saftladen in der Bunzlau-Abteilung. Da werde ich euch dann auch ganz viel erzählen zu unserem schönen Geschirr. Tschüss und vielen Dank.